Hallo, grüezi, Mobbing und herzlich willkommen bei Kurz erklärt, heute aus der Serie Abstimmungen vom 23. September 2018 mit der nationalen Vorlage Ernährungssouveränität. Die Initiative geht noch weiter wie Fairfood und fordert eine einheimische, bäuerliche Landwirtschaft. Einerseits schreibt die Initiative in die Verfassung, dass man die Anzahl von in der Landwirtschaft tätigen Personen muss erhöhen. Der Bund soll mit Massnahmen dafür sorgen. Weiter sollen die Arbeitsbedingungen für Bauern in der ganzen Schweiz gleich sein. Von Genf bis Tiefenkastel einheitlich. Dann kommt ein ähnlicher Punkt wie in der Fairfood-Initiative dazu, die gleichen Vorschriften wie in der Schweiz für Importprodukte. Weiter soll der Bund gerechte Preise für alle Marktteilnehmer gewährleisten. Und mit in die Initiative verpackt ist ein generelles Gentech-Verbot, inklusive neue Methoden wie CRISPR, einfach alles komplett verbieten. Die Initianten erhoffen sich so eine nachhaltige, qualitativ hochwertige Schweizer Landwirtschaft mit Bauern, die von ihrer Arbeit leben können. Das klingt natürlich schön, aber die Initiative ist einfach ein komplett falscher Ansatz, wie ich finde, und damit zu meinem Meinungsteil. Das Fairfood-Argument gilt natürlich auch da. Man verstoßt mit der Initiative gegen geltende internationale Abkommen und nur schon das geht gar nicht. Dann haben wir massive planwirtschaftliche Elemente, die entweder zu Butterbergen oder zu Buttermangel führen werden. Es hat einfach noch nie funktioniert, Freunde. Aber für mich am allergefährlichsten in dieser Initiative ist das generelle Gentech-Verbot. Die Initianten haben es offenkundig nicht verstanden oder wollen es nicht verstehen. Es gibt grüne Gentechnik und die Technologie wird immer besser. Die Frage muss also sein, wie gehen wir damit um? Einfach verbieten ist eine stockkonservative Scheiße im übelsten Sinn. Darum ein wirklich dringendes Nein zu der Ernährungssouveränität. Ebenso sehen das Bundesrat, Parlament, SVP, FDP, CVP, BDP und GLP. Ja zu der Ernährungssouveränität sagen die SP und die Grünen. Ich sage Nein zu der Ernährungssouveränität und damit ciao zusammen, tüdeldü.